Ja, ich glaube, bald haben wir es geschafft. Dieses sonderbare Geräusch, das ich nach wie vor manchmal höre, klingt schon ziemlich nah. Und ich habe eine Ahnung, was uns dort erwartet. Oder besser gesagt, was mich dort erwartet. Machen Sie sich keine Sorgen. Ruhen wir uns lieber ein bisschen im Moos aus. Dort drüben unter dem großen Baum. Ich hab die Herumlauferei langsam satt. Ah, großartig. Hui, gerade ist dort am Ast eine Fliege in Spinnennetz geflogen. Es tut mir zwar leid für die Spinne, aber ich hol die Fliege da mal raus. Bei dem großen Verkehrsaufkommen der Insekten hier hat sie sicher bald neue Beute. So, na komm her. Wissen Sie, wann man sich unfrei fühlt? Nicht unbedingt, wenn man gefangen ist, wie diese Fliege es war, sondern wenn man dagegen innere Widerstände aufbaut. Ohne innere Widerstände könnte man sich also selbst in Gefangenschaft frei fühlen. Gut, da ich keine Fliege bin, über die gleich eine Spinne herfallen wird, habe ich natürlich leicht reden. Klammern wir solche Extremfälle mal aus, aber wie sieht es in Situationen aus, die nicht so dramatisch sind? Wir Menschen sind wahre Experten darin, selbst gegenüber nichtigen Dingen einen inneren Widerstand aufzubauen. Und dieser Widerstand ist dann wie ein Spinnennetz. Je mehr man strampelt, desto mehr verfängt man sich darin. Ich bin früher immer wieder in solch ein Spinnennetz geraten. Dabei hatte ich mich schon von so vielen Dingen befreit. Von Erwartungen anderer und meinen eigenen Erwartungen, von unbefriedigenden Jobs, von der emotionalen Vereinnahmung durch all das Unheil auf der Welt. Ich hatte also keine schwerwiegenden Probleme mehr und hätte mich wirklich frei gefühlt. Wäre da nicht eine Spinne in meinem Kopf gewesen, die immer wieder aus unzähligen Kleinigkeiten ein Netz gewoben hat. Kleinigkeiten, die kaum der Rede wert waren. Aber da ich diese Kleinigkeiten einfach nicht akzeptieren wollte und dagegen einen inneren Widerstand aufgebaut habe, wurden aus den Kleinigkeiten quasi Großigkeiten. War jemand pampig zu mir, habe ich mich lange darüber aufgeregt. Ist irgendetwas kaputt gegangen, habe ich mich lange darüber aufgeregt. War das Wetter schön, aber ich konnte nicht raus in die Natur, habe ich mich lange darüber aufgeregt. Ich dachte, eigentlich wäre ich frei, aber dauernd vermasselt mir irgendetwas die Tour. Und so wurde mit der Zeit aus vielen kleinen seidenen Spinnfäden in meinem Gehirn ein großer eiserner Käfig. Und all die unliebsamen Situationen und Menschen, die ich so nicht akzeptieren wollte, waren die Gefängniswärter. Nicht, weil sie Gefängniswärter sein wollten, sondern weil ich sie mit meinem inneren Widerstand selbst in diese Rolle gesteckt hatte. Aber irgendwann wurde mir klar, wenn ich dazu imstande war, solch einen Käfig zu errichten, konnte ich ihn auch wieder zerstören. Genau das habe ich dann auch versucht, mit Hilfe eines Vorsatzes. Ich habe mir vorgenommen, mich einen Monat lang über nichts aufzuregen. Ein steiniger Weg, dachte ich mir. Dazu brauchst du einen Gehstock. Also habe ich mir einen zurechtgezimmert, in Form eines Leitsatzes, der da lautet: Das, was du akzeptierst, hat keine Macht über dich. Autsch! Hoppala, was war das denn? Ach, da hat doch glatt ein Eichhörnchen seinen Müll auf mich geworfen. Naja, ein Tannenzapfen. Aber was kümmert es mich? Wo waren die? Ach so, ja. Zunächst hat dieser Gehstock nur hin und wieder etwas gebracht. War da nur eine Sache, die mich eigentlich hätte aufregen müssen, konnte ich mit Hilfe meines Leitsatzes die Situation meistern. Ich sagte mir, das, was du akzeptierst, hat keine Macht über dich. Und schon habe ich mich nicht aufgeregt. Folgte dann aber kurz darauf eine weitere heikle Situation oder sogar zwei.
habe ich die Kontrolle verloren und meinen Leitsatz einfach vergessen. Und schon habe ich mich wieder aufgeregt. Verfluchtes Mistvieh! Schon wieder! Entsorg deinen Müll gefälligst woanders! Tausende Bäume stehen hier rum, aber nein, die Eichhörnchen-Mülldeponie muss natürlich genau hier sein. Sehen Sie? Ja. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Immer nachdem ich mich wieder beruhigt hatte, wurde mir bewusst, dass diese Form des Widerstands absolut nicht funktioniert. Sich aufzuregen ermüdet ungemein. Und man fühlt sich unglaublich machtlos, weil einem selbst Kleinigkeiten die Laune verderben können. Mit Freiheit hat das wahrlich nicht viel zu tun. Also versuchte ich dieses einmonatige Spielchen von vorne und wieder und wieder und wieder. Ich wollte es unbedingt gewinnen. Es war zwar nur ein Spiel, aber meiner Meinung nach ein ziemlich wichtiges. Warum? Naja, stellen Sie sich das Leben so vor. Sie sitzen, so wie wir, unter einem Baum und in den Wipfeln des Baumes tollen Eichhörnchen herum. Dauernd fällt Ihnen deswegen ein kleines Stück Holz oder ein Tannenzapfen auf den Kopf. Und zwar Tag ein, Tag aus, weil das Leben nun einmal so ist. Was bringt es, sich darüber aufzuregen? Werden Sie die Eichhörnchen damit los? Selbst wenn Sie vor Wut noch so laut brüllen, ein paar Stunden später werden dort oben wieder Eichhörnchen herumtollen und Sie haben mit Ihrem Gebrüll nur unnötig Kraft verschwendet. Es wäre also nur vernünftig, dieses Spielchen immer wieder zu spielen und zu gewinnen, damit all die unliebsamen Nichtigkeiten, die Ihnen jeden Tag die Suppe versalzen, keine Macht mehr über Sie haben. Warum geschehen diese Nichtigkeiten überhaupt? Weil das Leben nun einmal nicht immer so läuft, wie wir es gerne hätten. Nicht einmal in einem Wald, der frei von der Komplexität und dem Wahnsinn der menschlichen Existenz ist. Darüber haben wir schon ziemlich am Anfang unserer Wanderung geredet. Ich hatte diesen Umstand ein bisschen hochtrabend Gesetz der abertausenden Faktoren genannt. Und als Konsequenz daraus hatte ich vorgeschlagen, keine Erwartungen mehr zu haben, sondern stattdessen dankbar für die Dinge zu sein, die glücklicherweise ganz in ihrem Sinne laufen. Das Leben ist halt manchmal so, wie es eben ist. Aber die Perspektive, also Ihre Reaktion auf das Leben, bestimmen Sie selbst. Passen Sie mal auf. Dieser Grashalm hier, wenn ich den Halm zwischen die Finger nehme und die Finger den Halm entlang von unten nach oben bewege, passiert nichts. Wenn ich aber die Finger von oben nach unten bewege, ouch! Ach ja, dann schneide ich mich. Der Grashalm ist immer derselbe. Ich bin derjenige, der sich verletzt. Nicht der Grashalm und auch nicht das Leben. Denn ich entscheide, ob ich Widerstände aufbaue oder eben nicht. All das wurde mir mit der Zeit immer mehr bewusst. So sehr, dass ich mich mittlerweile nur noch selten über Nichtigkeiten aufrege. Ganz gleich, ob es Werbeanrufe, höhere Benzinpreise, kaputte Pfandflaschenautomaten, verspätete S-Bahnen oder laute Nachbarn sind. Ich würde also sagen, ich habe das Spielchen zur Besiegung meiner inneren Widerstände gewonnen. Lediglich ein einziges Hindernis blieb auf meinem Weg in die Freiheit noch übrig. Und davon möchte ich Ihnen als nächstes erzählen, nach einer kurzen Pause.